Kiel mit Weitblick die vierte. Heute zum Thema Wirtschaft und Arbeit. Arbeit und Wirtschaft muss für jeden Kieler Oberbürgermeister Priorität haben. Nicht nur, weil Arbeit ein existenzieller Teil unseres Lebens ist, sondern weil eine starke Wirtschaft überhaupt erst die Steuereinnahmen und die Kaufkraft bringt, die wir brauchen, um all das andere zu finanzieren, was wir in dieser Stadt gestalten wollen. Aber es gilt auch umgekehrt. Heute ist Lebensqualität ein wichtiger Standortfaktor für Fachkräfte, für hochqualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die wir in Kiel dringend benötigen. Deswegen ist auch bezahlbares Wohnen, ist gute Bildung, ist eine Lebensqualität auch ein Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und für neue Arbeitsplätze. Dazu schreibe ich eine ganze Menge in meinem Thesenpapier. Wie können wir unsere Gewerbeflächen besser entwickeln? Wie können wir Fördermittel besser generieren? Wie können wir an diesem Platz, wird das besonders deutlich, hier am Wissenschaftspark, Universität, Wissenschaft und Bildung besser miteinander verzahnen? Hinter mir ist das neue RBZ Wirtschaft. Eine großartige neue Einrichtung. Auch hier müssen wir Potenziale heben der Zusammenarbeit. All das und vieles andere beschreibe ich in meinem Thesenpapier mit dem Ziel, mehr Wirtschaft, eine starke Wirtschaft und mehr Arbeitsplätze in Kiel zu haben. Herzlichen Dank.